In diesem Video geht es um das Thema der Spannungsstabilisierung mit dem Baustein LM317. Wie das aussieht, schauen wir uns einmal in PSPICE an. Wir haben hier den Baustein LM317 und mit diesem Baustein können wir nicht nur feste Spannungen am Ausgang festlegen, sondern wir haben die Möglichkeit, durch diese Rückkopplung diese Ausgangsspannung sehr variabel festzulegen. Im Gegensatz zum 7805 beispielsweise, bei dem nur 5 Volt am Ausgang zur Verfügung gestellt werden können, oder bei dem 7809, haben wir also verschiedene Möglichkeiten, das entsprechend einzustellen. Das machen wir über diese beiden Widerstände, und aus dem Datenblatt kann man diese Formel entnehmen. Das heißt, die Ausgangsspannung ist 1,25 Volt mal 1 plus und dann das Verhältnis von R2 zu R1. Dazu kommt noch eine kleine Spannung, die daher rührt, weil hier über diesem Adjust-Eingang, also über diese Rückkopplung, noch ein kleiner Strom fließt. Der ist aber in den meisten Fällen zu vernachlässigen, sodass man mit dieser Formel eigentlich ganz gut fährt. Wenn wir uns diese Schaltung einmal anschauen, ich habe hier einen Widerstand von 480 Ohm gewählt. Dieser Wert R1 von 240 Ohm wird im Datenblatt empfohlen, und man sollte diesen Wert auch auf 240 Ohm belassen und entsprechend diese Spannung nur durch Änderung von R2 festlegen. Okay, wir schauen uns die Regelung einmal an. Wir haben hier am Eingang eine Spannung von 10 Volt und überlagert eine Sinusspannung mit einer Frequenz von 100 Hertz, einer Amplitude von 1 Volt, sodass unsere Eingangsspannung zwischen 9 und 11 Volt schwanken wird. Die Spannung messen wir hier einmal und schauen uns entsprechend auch mal die Spannung am Ausgang an. Und wenn ich die Schaltung simuliere, dann sehe ich hier sehr schön die Eingangsspannung, die zwischen 9 Volt und 11 Volt schwankt, und hier unten die Ausgangsspannung bei 3,75 Volt. Das können wir uns auch nochmal anschauen. Wir haben hier einen doppelt so hohen Widerstand. Der R2 ist doppelt so groß wie der Widerstand R1. Das heißt, das Verhältnis von R2 zu R1 ist gleich 2. Dazu 1 addiert, sind wir bei 3. Und 3 mal 1,25 sind 3,75 Volt. Auch bei diesem Baustein brauchen wir hier am Eingang eine höhere Spannung als am Ausgang. Und wie die Auswirkung ist, wenn die Spannung hier zu klein ist, die Spannung sollte 5 Volt höher sein als am Ausgang. Ich wähle hier mal eine kleinere Spannung, die hier beispielsweise nur bei 6 Volt liegt, also zwischen 5 und 7 Volt entsprechend schwankt. Dann werden wir gleich sehen, dass wir keine saubere Ausgangsspannung mehr bekommen, sondern dass die entsprechend auch schwankt. Und hier sehen wir es auch, wir haben hier die Eingangsspannung zwischen 5 und 7 Volt und bekommen dann auch keine saubere Ausgangsspannung mehr. Das heißt, wir müssen hier am Eingang wirklich schauen, dass wir mindestens 5 Volt Abstand zu der gewünschten Ausgangsspannung haben.